wir haben ihmchen schon geholfen. Ich weiß nicht, ich glaube, sie wussten das, glaube ich, jetzt noch nicht. Aber das ist ein Schweinchen. So, aber hallo Hansen. Wie sieht's aus? Nicht gut. Ich habe wohl die undankbarste Arbeit unserer gesamten Gemeinschaft. Was ist dein Problem? Wölfe. Ein Rudel hungriger Wölfe macht mir das Leben schwer. Meine Schweine waren mal 6 an der Zahl. Und nun sieh dir an, was davon noch übrig geblieben ist. Hungrige Wölfe? Genau mein Ding. Ja. Es ehrt dich, dass du mir helfen willst. Aber ich muss dich warnen. Die Biester sind schon seit einigen Tagen nicht mehr hier gewesen. Ich schätze, sie kommen um vor Hunger und sind dadurch besonders gefährlich. Okay. Danke für deine Zuversicht. Wie auch immer, trotzdem viel Glück. Na, das müssen wir natürlich. Wenn du in 2 Tagen nicht wieder da bist, gehe ich davon aus, dass sie dich erwischt haben. Na toll. Woher kommen die Wölfe? Drüben im Norden gibt es eine kleine Höhle. Ich war noch nicht dort, aber ich möchte wetten, dass sie sich irgendwo dort ihr Versteck gesucht haben. Mhm. Habt ihr denn niemanden, der euer Vieh beschützt? Die Krieger der Inquisition kümmern sich mehr um das Gold aus den Tempelruinen, als uns Novizen vom Bund der Magier zur Hand zu gehen. Traurig. Wir sind auf uns allein gestellt. Gleichsam kommen sie aber regelmäßig hier vorbei und fordern ihren Tribut ein. Ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe es mir ja selbst so ausgesucht. Aber manchmal ist es schon zum Verzweifeln. Tja, das ist natürlich nicht sehr schön. Ihr werdet also von den Ordenskriegern ausgebeutet. Naja, das kann man so nicht sagen. Die Magier beugen sich dem Gesetz des Inquisitors. Sie sind der Meinung, dass das der einzige Weg ist, um uns und die gesamte Insel vor dem nahenden Bösen zu schützen. Wir Novizen werden von den Magiern dazu angehalten, uns neutral zu verhalten, solange die Dinge so sind, wie sie gerade sind. Deshalb haben wir auch nichts von den Banditen zu befürchten, weil sie wissen, dass wir ihnen nichts tun. Leider hilft uns das bei den wilden Tieren der Umgebung hier herzlich wenig. Logisch. Gut, wir haben also eine Aufgabe bekommen von ihmchen, aber das war ja Zensen. Ach, Tello ist ja auch noch hier. Pass auf, wo du hintrittst. Das Korn hier auf meinem Feld ist ziemlich empfindlich. Ja, Euer Korn hier wird bald abgeholt. Wer hat dir das erzählt? Penny wahrscheinlich, was? Dieser faule Kerl sollte mal lieber ordentlich arbeiten, anstatt mit fremden Leuten zu quatschen. Mein Feld hier ist fast doppelt so groß wie seins. Trotzdem brauche ich nur halb so lange, um das Feld zu bestellen. Ich möchte mal wissen, was der den ganzen Tag treibt. Ja. Kann ich dir helfen? Nein, ich habe schon das Wichtigste erledigt, was auf meinem Feld zu tun war. Trotzdem danke für dein Angebot. Okay, Tellur ist auf jeden Fall nicht gerade... Weiß ich nicht, soll ich das machen, die Truhe hier plündern? Ich meine, ich bin ja ein Bandit. Machen wir das einfach mal. Was war das für eine Halskette? War jetzt aber keine besondere, oder? Schauen wir uns das doch mal an hier. Händler geben gutes Gold dafür. Nee, gut. Ja, ich leg mich mal ins Bett, weil das wird mir jetzt zu dämmerig im Spiel und ich habe keinen Bock. Ja, wie hier so einige sehen, die das Spiel noch nicht können, man kann sich jetzt aussuchen, ob man bis zum Mittag schläft, bis zur Mitternacht sogar oder bis zum nächsten Morgen. Aber wir sagen auf jeden Fall ganz klar, dass wir bis zum nächsten Morgen schlafen möchten. Da auf jeden Fall das Wetter da mitspielt, wie man sieht. Ja, und das Leben geht wieder weiter, die Wolken ziehen an vorbei. Sieht sehr schön aus. Hallo Hühnchen. Oh, was haben wir denn hier alles? Und noch ein Ei. Mein Gott, ich kann mir gleich ein Omelette basteln und das könnte ich eigentlich schon die ganze Zeit. Da sind wieder Grabmittelchen. Ich mag die Dinger ja nicht. Ah, Wildschwein. Wildschwein ist nicht gut. Ist das auch Agro? Ja. Ich könnte ja auch fies sein, aber ich weiß nicht inwiefern. Warte mal, dann speichere ich lieber ab. Weil dann locke ich das Schwein an. Hier kommt zu Papa. Ja, ist ja gut. Hey, ich helfe dir. Ja, helf mir mal. Thank you.
Fisch. Tja. Ah, weil ich das Schwein angegriffen habe, kann nicht sein. Ah, Hilfe! Den holen wir uns! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich wollte schon stehen bleiben! Nein! Leute! Der entwischt uns nicht! Doch, doch, ich entwisch euch! Ach, Scheiße! Das wollte ich jetzt nicht! Bleib stehen! Nein! Ich renne bis mir das die Füße wund werden. Scheiße! Fuck, das war nicht so geplant. Mal schauen, sind sie immer noch irgendwo, wenn ich wieder runterlaufe? Wo sind die denn? Hm? Mir doch. Da. Boah, die sind aber schnell. Du kommst zurück? Wie dumm von dir. Ah, fuck. Ja gut, das ist nicht. Bleib stehen! Oder ich lass mich jetzt drauf gehen. Ja, komm, dann hau mich. Siehst du? Das kommt davon. Gut, die machen sonst nichts weiter. Sehr schön. Okay, Benny hat sich jedenfalls über mich jetzt ausgelassen. Er hat mich nicht getötet. Aber ich weiß nicht, wie die anderen drauf sind. Das war ja nicht mit Absicht, Keule. Entschuldigung. So. Ich wollte ja nur den Weg hier frei haben. Also man kann schon mit viel Tricks, wie ihr seht, hier an Sachen rankommen, wo eigentlich noch, ja, Gegner oder weiß ich was abstellen. So enden wir alle mal. Ja. Ruhe in Frieden. Ein Grab. So enden wir alle mal. Ja, das stimmt allerdings. Gut, also es war trotzdem nichts Besonderes. Aber nun gut, das Schweinchen ist jetzt weg. Es hat mir 60 Erfahrungen eingebracht. Ich habe nämlich das Schwein getroffen, wie ihr gemerkt habt, im Kampf. Und das war nicht gut, deswegen rasten die da aus. Tut mir ja auch leid. Ich glaube, der meckert da, wenn ich in die Hütte reinlaufe. Aber wir wollen ja nicht in die Hütte rein, wir wollen ja eher helfen. Und, ja, die Hütte des Löwens, beziehungsweise, oh, das ist ja noch eins. Oh, das sind sogar zwei. Nee. Helft mir, Leute! Warte, hier kommt Hilfe! Keine Sorge, ich bin gleich da! Dich wird niemand vermissen! So wird's gemacht! Problem ist, da ich jetzt nicht mitgehauen habe, habe ich auch keine Erfahrung bekommen. Schlecht. Und ganz im Ernst, ich möchte die Dinger nicht angreifen. Also, ich kann zwar schon mal probieren, aber ich habe keinen Bogen oder so. Dann würde ich ja irgendwas raufjodeln, aber ich habe ja keinen Bogen. Da vorne ist nämlich noch eins, soweit ich weiß. Weil hier sind so ein paar Sachen, die muss ich haben. Eine Mana-Pflanze und irgendwas komisches liegt hier. Die Heldenkrone. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, pflanzenmäßig gesehen. Wir laufen hier mal grob. Oh Gott, Hilfe, wo bin ich hier gelandet? Hier muss ich echt aufpassen. Ich meine, wenn die mit ihren scheiß Winzelstöckchen da Schaden machen, dann würde ich das doch auch bestimmt schaffen, oder nicht? Wir saufen mal, nicht eine Beere Stärke. Nein. Ja, mampf mal auf hier. Wenn dann das mit mehr. Ihh, er frisst pur das Ei, ist ja eklig. Wenn dann ist ja gut, ich hau ja schon ab. Aber ich will auf jeden Fall abspeichern. Zur Not. Ich werde jetzt einfach mal draufklatschen. Bei dem Schweinchen. In der Hoffnung. Mm-hmm.
Nein, genau deswegen vermeide ich die Dinger, weil die blocken meinen Schlag einfach mal oder die hauen meine... Wuhu! Und ihr habt gesehen, ich hatte fast volles Leben. Zusammen packen wir das. Aber ich hab's schon angeschlagen. Ich helfe dir. Ich kriege dich noch. Bin gleich da. Ausrotten muss man die. Nun gut, danke Leute, es war sehr nett. So könnte ich das natürlich jetzt den ganzen Tag hier machen, aber ich denke, das ist sehr kontraproduktiv. Ich werde mich mal eher um die Wölfe kümmern, die sind nämlich auf jeden Fall viel, viel handsamer und viel, viel einfacher zu handeln als diese Wildschweine. Wie ihr gesehen habt, die machen meinen Block mit dem Schild total zunichte und der nächste Angriff wäre dann für mich auch sogar schon fast, ja, die würden mich auf jeden Fall treffen. Und deswegen, lassen wir die hier oben mal, die Schweinchen, und werden jetzt mal in die Wolfshöhle gehen, wo wir ja auch eigentlich, wo ich jetzt hingehen wollte. Weil hier kann ich mir noch auf jeden Fall Erfahrung ergattern und vielleicht sogar ein Level up. Was auf jeden Fall viel Gutes ist für mich. Umso höher ich bin, umso besser ist es für mich. Problem ist diese Wölfe da drinne. Er speichert schon ab. Ja, die sind auch nicht gerade so höflich und nett. Also ja, das bringt alles normal ein. Hanna-Pflanze. Wir haben auch nichts Besseres an Waffen. Lass mich nicht ausfallen. F2 mal an. Ja. Oh, nächster Wald. Wie schön, der letzte Schlag tut am meisten weh. Okay, 3 von Wölfen, 3 von 5. Das heißt, uns erwartet hier bestimmt noch der ein oder andere Wolf. Oh, das gefällt mir hier nicht. Okay, die Höhle ist zwar schön. Aber so mit Licht wäre besser. Ich habe doch bestimmt Fackeln hier drin. Ja, 8 Stück habe ich. Dann werden wir die auch mal benutzen. Und werden uns das Schauspielspektakel von mal Licht angucken hier. Aber sobald ich, glaube ich, dann eine Waffe raushole, lässt er die Fackel wieder einsacken. Hallo, Wolf. Hallo, Wolf. Oh, die sind schnell, ey, die Viecher. Ja! Komm her. Trau dich. Ja. Ich hab gesagt, das kann man noch aufhalten, ja. Also das ist ja noch so, wo ich sage, ja gut. Hier nehmen wir unsere Fackel mal wieder auf. Eisenbrocken, Wasser, einen Knüppel, der nicht gerade viel verspricht.